Hallo Sigrid, wir sind heute hier bei dir Hallo. im Balanceinstitut in Nürnberg. Vielen Dank. Und wir sind heute gekommen, um etwas über den Feuerdrachen kennenzulernen. Das werden wir jetzt, glaube ich, auch von dir gleich hören. Aber vielleicht, ich darf vorwegnehmen, es ist ein Kinderbuch, Die Reise zum Feuerdrachen. Vielleicht magst du uns kurz sagen, wie es denn dazu gekommen ist. Ja, mir liegen Kinder schon immer sehr am Herzen. Einfach weil sie unsere Zukunft darstellen und weil sie unsere Zukunft sind. Und wenn Kinder leben heute in einer sehr komplexen Zeit und mir geht es darum, die Kinder zu stärken. Und ich habe immer wieder gerne mit Kindern gearbeitet. Und ihre Fantasie und ihre Originalität bewundert. Und genau darin sehe ich ihre Möglichkeiten, ihren Stress selbst zu regulieren. Und so ist im Prinzip gemeinsam mit den Kindern dieses Buch entstanden. Das heißt, die Idee war schon da und die Anregungen, die Praxisbeispiele, das hat also quasi noch stattgefunden im Austausch mit den Kindern. Du bist Diplompädagogin, das kann man an der Stelle vielleicht noch dazu sagen. Das heißt, das war immer schon ein Wunsch von dir, einfach für die Kinder was auf den Weg zu bringen. Genau. Und hast dann auch gemerkt, wie du mit den Kindern arbeitest, das ist eine gute Möglichkeit, dass die wirklich mit ihren Problemen umgehen können oder über ihre Ängste sprechen. Ich will aber nicht zu viel vorwegnehmen. Wir wollen jetzt den Feuerdrachen kennenlernen. Ja. Die Reise zum Feuerdrachen. Vielleicht magst du es uns mal zeigen. Du hast ein Buch in der Hand, dass wir vielleicht mal das Cover sehen vom Feuerdrachen. So sieht das also aus. Die Reise zum Feuerdrachen. Genau. Ein Mutmachbuch für Kinder. Wie kann man denn Kindern damit Mut machen oder beziehungsweise wie können sie sich selber damit Mut machen? Ja, also erstmal ist es wichtig, die Fantasie der Kinder anzuregen. Und ich nehme sie mit auf eine Reise in ein intergalaktisches Wurmloch. Hier seht ihr das intergalaktische Wurmloch. Und in diesem intergalaktischen Wurmloch weit draußen in der Weite des Weltalls lebt ein äußerst hungriger Feuerdrache. Ja? Und er ernährt sich nicht von Kindern oder Erwachsenen, sondern er ernährt sich von den Sorgen, den Ängsten, dem Stress der Kinder. Und wir fahren mit den Kindern gemeinsam im Raumschiff zu diesem Wurmloch beziehungsweise dem Feuerdrachen. Und der wird gefüttert sozusagen. Gut, der wird gefüttert. Das heißt, die Kinder reisen dahin und haben dann die Möglichkeit, diesen Feuerdrachen kennenzulernen über das Wurmloch. Da gibt es, glaube ich, auch eine sehr schöne Reise. An der Stelle möchte ich das auch mal erwähnen, wo die Kinder das wirklich auch machen können, auch in der Gruppe machen können. Das bietest du auch an. Wie geht es denn dann weiter, wenn sie dann zum Feuerdrachen Naja, reisen? jetzt muss man sich das vorstellen, in dem Feuerdrachenrevier ist es natürlich sehr heiß. Ja? Und deshalb schicken die Kinder über einen Scanner ihre Bilder, ihre Stressbilder zum Feuerdrachen. Okay, wir haben ein Bild von dem Scanner. Ja, und da sind jetzt drei Hände drauf, von einem Mädchen, einem Jungen und von einem Kater. Der reist in diese Geschichte auch mit und schickt auch dem Feuerdrachen seine Stressbilder. Das heißt, die zwei Kinder sind unterwegs. Auch der Kater ist dabei, auch Tiere haben ja Stress, der möchte sein auch gleich loswerden. Wie geht es denn dann weiter, wenn die diesen Scanner bedient haben? Wenn Sie den Scanner bedient haben, dann kommen die Stressbilder. Ja, das heißt, die werden über den Scanner sozusagen an den Feuerdrachen geschickt und der Feuerdrache verleibt sich diese Bilder ein und genießt diese köstliche Mahlzeit und er wandelt dann die Stressbilder um. Also Stress, muss man sich so vorstellen, ist ja Energie.
Ja, und es ist die Frage, wofür nutze ich Energie? Nutze ich sie dafür, sie im Körper festzuhalten, in Form von Angst zum Beispiel, oder nutze ich sie, um Angst zu überwinden und mich etwas zu trauen? Und genau das macht der Feuerdrache. Der transformiert sozusagen diese Stressenergie. Und das seht ihr da auf diesem Bild. Und diese Stressenergie gelangt über den Scanner in das Herz der Kinder. Als Drachenmut oder Drachenpower oder Drachenfreude. Ja? Je nachdem, wie das Kind das für sich beschreiben möchte. Also kann man schon sehen, wir haben es gerade kurz gezeigt, das Bild. Eine sehr schöne Farbe, also wirklich sehr, gibt sehr viel Energie und Kraft. Auch vielleicht noch dazu angemerkt, die Bilder, die in dem Buch sind, sehr schön, die sind alle von dir, die hast du selber gemalt? Ja, in jahrelanger Arbeit. Ich male, das sind alles Ölbilder. Ich male gern und ja, es war mir ein Anliegen, diese Bilder ja, in Öl, in sehr großer Sorgfalt zu malen, weil Kinder sind sehr anspruchsvoll. Und mir ist es wichtig, einfach eine gute Qualität auch zu liefern. Jetzt kennt man das ja aus der eigenen Kindheit, Märchen und Geschichten, Erzählungen, die einem gefallen haben. Jetzt frage ich mal, das ist ja nicht nur was für kleine Kinder. Da können ja auch die Großen oder Größeren oder Junggebliebenen sicher auch eine Reise mitmachen. Wie sieht es denn da aus? Ja, ich habe zum Beispiel eine erwachsene Frau, die hat diese Reise, es gibt es nämlich auch als Audio-CD, diese Reise per Audio-CD mitgemacht. Und sie hat mir am nächsten Tag erzählt, sie hat sich wieder wie eine Fünfjährige gefühlt. Und sie hat durch diese Reise auch Kontakt mit ihrem inneren Kind bekommen und das sehr, sehr genossen und dabei auch noch Stress gelöst. Na wunderbar. Das ist ja das, wo wir eigentlich immer in Kontakt bleiben sollten mit dem inneren Kind, um uns was Spielerisches, was Leichtes erhalten zu können. Du hast die CD gerade noch gezeigt. CD und Buch kriegt man über dich, über dein Institut. Oder über Amazon. Oder über Amazon, okay. Dann sage ich vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, uns das vorzustellen. Und vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja. Und ganz viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön.